Du gehörst also zur Seite. Hier ist mein Friedensangebot. Willst du mich verarschen? Willkommen im beschissenen Pink Pearl, Sweetie. Kann ich? Wieso kann ich? Das muss Daniel sein. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Ja, das Problem ist, ich muss erstmal raufkommen. Wenn ich jetzt hier durchrenne, habe ich schon verloren. Kann ich die... Speer aufheben? Wie kann ich denn... Fuck, man kommt nur darüber hoch? Das war mies. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uah, Alter. Ich wollte eigentlich aufstehen, aber ich habe die Taste nicht dafür gefunden. So. Die Harpune. Komm, wir probieren nochmal die Harpune aus. Wo ist er denn hier, der Kollege? Hallo, mein Freund. Uah, hör auf damit. Hör auf damit. Mit ihren Haken da, ey. Die gehen mir auf den Sender. Oh, fürchterlich. Okay. Das muss anders gehen. Waren wir hier schon? Warte mal. So, jetzt aber. Das haben wir auch. So, ich nehme mal die Schrotflinte. Mal gucken. Schick dich, mein Bruder. Guck ihn dir an. Was ein Drecksack. Da macht er erstmal ein bisschen hier. Verbarrikadiert er alles und dann haut er ab. Anstatt dass er sich einfach stellt uns und, gegen uns kämpft. Nein, da ist er zu feige für. Da will er uns erstmal irgendwo hinlocken, der Drecksack. Hier im Bordell. Na, duck dich. Danke. Was? Alter. Alter, ja, ist doch gut. Hallo. Brenn nur Sau. Boah, fürchterlich. Ich hasse sie. Ich hasse die Splicer. Ich hasse sie. Scheiße. Ich bin blau und da kommen immer die Erinnerungen. Naja, ganz früher haben Simon und ich Kathedralen entworfen. Und wenn der Job erledigt war, dann hat Simon zum heiligen Thomas gebetet. Und ich habe mich besoffen. Ich war damals das schwarze Schaf. Der ganze Jesus-Quatsch konnte mir gestohlen bleiben. Dann sagt Andrew Ryan, er will Wales und Wales für den Bau von Rapture. Eine Kathedrale ohne Gott. Ein Monument des Aufstiegs der Menschheit. Die Baufirma hatte er schon. Einen Kerl namens McDonough. Ich bin ihr Architekt, sag ich. Und Simon zieht halbherzig mit. Jetzt habe ich Mädels am Laufen und er lebt in dem Wahn, dass er Seelen rettet. Pfarrer Wales! Nicht zu fassen, dass ich mit so einem Trottel in derselben Fruchtblase war. Sehr nett. Oh Gott, fürchterlich. Oh Gott, mit Taschenlampe bewaffnet? Ah je. Das kann ja was geben. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Oh, Alter.
doch gar nicht. Jetzt haut er schon wieder ab, der Feigling. Komm doch her, lass dich erschießen. Es ist so einfach. Komm einfach zu mir. Hier, ein Sonnen, verschissene Tauben. Oh, ich hab keine Muni mehr. Oh nein. Scheiße, fuck. Ach, hier. Oh Gott, fürchterlich. Fürchterlich. So, wo ist der Kollege? Wir, Alter, wie wir eiskalt hier drauf gehen gleich. Ja, ist klar. Das ist doch ein Scherz, oder? Das gibt's doch nicht. Jups. Vor Addict for Life. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, zum Live Let's Play. Wo ist denn hier der Automat? War hier nicht noch ein Automat am Stehen? Hier, ne? Nee. Hä? Wo ist er denn? Oben? Steht er immer noch oben? Ich glaube, das war's, ne? Kann das sein? Heute Abend hatte ich Kopfweh. Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten. Ich komme also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht doch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. 1919. Mhm. Ich sollte den Scheißwein durch meinen Körper jagen und ihm dann lauwarm zurückschicken. 1919. Das kann ich mir leicht merken. Wir haben doch gesagt, du sollst aufpassen und jetzt sind wir so Metall, der nicht gelingt. Ich würde mir gerne mal einen Verbandskasten kaufen. Freunde. Freunde! Wo ist denn hier der... Hier war doch irgendwo der Automat Zirkus der Wärter, oder irre ich mich da? Da hinten ist er. Weil ich hätte gerne mal einen kleinen Medipack. Medipack. So, wie knapp wir hier bemessen sind mit Medipacks, das ist unfassbar. Es fängt genauso schwierig, oder beziehungsweise geht es genauso schwierig weiter wie im ersten Teil, wo wir aufgehört haben. Hätte ich nicht gedacht. Na ja, gut. So. Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der LA. Und dort sind auch die Pumpen. Da hinten hausen Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für Lamb rekrutiert hat. So, 1919 war das. Da steht doch schon der Code. Als ob man sich das nicht merken könnte. 1919. Hä? Was denn jetzt? Pfarrer Simon Wales. Können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben. Und Simon. Daniel ist tot. Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit? Die haben dir den Saft abgedreht. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Also hier, oder was? Wisse, Bestie. Daniels... Wo kriege ich denn das Minigeschütz her?
Baggerkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Nein, Simon müssen wir jetzt besiegen. Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Wir haben nicht so viel Munition. Das ist aber nicht Simon, oder? Wo ist der denn? Aua, hör auf damit. Wo ist der denn? Traut er sich auch mal hin, oder wie ist das? Alter, willst du mich verarschen? Aua, hör auf da, Alter. Hallo, ich hänge fest. Hallo, ich hänge. Deine Sünde holt dich ein, Bestie. Fick dich, du Penner. Und sie hat unzählige Namen. Ja, fick dich, du Penner. Wenn ich da festhänge, wegen dämlichen Bug, dann kann ich auch gewinnen. Warte mal, ich hatte doch... Ah, hier, Telegram. Ich dachte, wir sollen ihn besiegen. Wo ist er denn? Eleanor Lamp ist unsere Rettung, Dämon. Du wirst uns nicht um unseren letzten Lohn bringen. Na, kommt her. Hör auf! Wieso kann ich in dem Spiel nicht rennen? Ich verstehe das nicht. War hier nicht noch irgendwo ein Explosivfass oder Explosiv? Ah, hier. Ich werde auch gleich mal pfeifen. Mit dir. Das gibt's doch nicht. Warte. Ich hab was für dich. Guck mal hier. Wo ist er denn? So. Batzpleiße haben wir. Gut gemacht, alter Knabe. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier. Hm. Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. Nein, auf keinen Fall. Gott sei Dank. Frage dich, Delta. Du, der du so unermesslich gelitten hast unter Menschen wie Ryan. Was ist der Preis des Paradieses? Um dem Schmerz ein Ende zu setzen und der Sünde, welchen Preis müssen wir bezahlen? Eleanor ist meine Antwort. Okay. So, dann haben wir ihn ja auch schon. Sehr geil. So. Was macht der da? Oh, was? Wo? Oh. Hä? Wo muss ich denn hin? Muss ich da... Nein, Alter! Boah, komm! Ich habe ein großes Problem. Ich... Ich komme mir gerade gar nicht klar. Sicherheitskommando. Aua, lass das. Lass das. Hör doch auf damit.
Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Scherz, oder? Dass es so schwer ist jetzt gerade. Ich komme überhaupt nicht klar. Sag mal, was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Die sind doch übertrieben schwer gemacht, muss ich sagen. Also, die sind ja sowas von schwer gemacht, die Affenköpfe. Wenn ich ja... Aua, ja, ist doch... Das kann doch nicht sein. Doch, kann sein. Bei Roller. Das gibt's doch nicht. Können die uns auch mal in Ruhe lassen? Ich durchschaue das Gespinst. Aber Lems Anhänger sind verblendet von ihren Versprechungen. Es ist klar, dass diese Religion, die sie sich zusammengereimt hat, nur die Fassade für ein wahnsinniges wissenschaftliches Experiment darstellt. Ich weiß nicht genau, was im Schilde führt. Irgendwas, das unschuldige kleine Mädchen wie meine Cindy verändert. Mädchen, deren Angehörige krank sind vor Sorge. Deren Eltern sich so wie ich ruiniert haben bei der Suche nach Rapture. Sie verwandelt sie in eine Art Arbeiterbienen, die eine Substanz in Lems Institut bringen. Ich muss dorthin. Ihre Anhänger murmeln etwas. Ein gewisser Alexander sei der Fährmann. Durch Adam gehen unsere Seelen über in ihr heiliges Blut und werden wiedergeboren als ein einziger, unbefleckter Körper. Dann schrei doch! Mein Gott! Schreit doch! Ist mir doch egal. Ich bohr euch in Grund und Boden. So. Na. Wo ist er denn? So. Wollte ich schon immer mal gemacht haben. Ein Tagebuch. Andrew Ryan. Ach, guck mal. Und alleine zurück in den Trümmern von gestern. Aber Sophia Lamp zeigt uns, dass wir nicht alleine sind, dass wir zusammen sind, eine Familie. Wenn ihr also einen Menschen seht, der auf Knien ist, dann erkennt, dass er euer Bruder ist und helft ihm auf. Sophia Lamp lehrt uns, dass... Was allgemein ist, ist gut. Das, was nicht mehr teilbar ist, ist richtig. Sie führt uns alle zu dem Unteilbaren, entlang einem Fluss von Adam. Raptures Tochter Eleanor wird unser Medium sein. In ihr werden wir wiedergeboren. Das ist übrigens unser Tattoo vom ersten Teil. Naja. Gut, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle eine Folgenpause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf YouTube. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.